Herzlich willkommen, liebe Freunde der Schutz-, Leit- und Elektrotechnik. Am 8. Januar diesen Jahres kam es zu einem beträchtlichen Abfall der Netzfrequenz und zu einer Aufspaltung des kontinentaleuropäischen Verbundnetzes. Durch schnelles und zielführendes Eingreifen unserer europäischen Netzbetreiber konnte innerhalb weniger Sekunden wieder eine stabile Frequenz von 50 Hertz erreicht werden. Im Netz kursieren viele Videos und Nachrichten, die von fachfremden Laien produziert wurden, weitestgehend als Crash- und Blackout-Prophezeiungen aufgemacht sind und maximal esoterischen Charakter haben. Wir wollen uns heute der Thematik aus technischer Sicht nähern und haben uns zu diesem Zweck einen Experten zum Thema Versorgungssicherheit und Blackout-Gefahr zugeschaltet. Bei uns in der Leitung ist Herbert Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Sicherheitsexperte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen, Keynote-Speaker und Idealist. Herr Sauruck, herzlich willkommen auf Schutztechnik.com. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Hallo, schöne Grüße aus Wien. Herr Sauruck, das Internet ist voll mit selbsternannten Crash-Propheten, die im Minutentakt den Untergang des Finanz- und Wirtschaftssystems vorhersagen. Und obwohl es derzeit an schlechten Nachrichten nicht mangelt, befassen wir uns jetzt auch noch mit der Frage eines theoretisch möglichen Blackouts. Ist das Thema denn wirklich so wichtig und ernst, dass wir hier darüber reden müssen? Aus meiner Sicht ja, wobei wir in Europa verwöhnt sind, weil wir so ein Ereignis noch nicht erlebt haben, aber eben genau auch am 9. Jänner im heurigen Jahr gab es ein großes Blackout in Pakistan. Also solche Dinge passieren wirklich, nur bei uns halt zum Glück bisher nicht, aber die Gefahr ist da. Wir haben am Nachmittag des 8. Januar die Untergrenze des operativen Regelbereiches verlassen. Es ging runter bis auf 49,74 Hertz und das kontinentaleuropäische Netz wurde in zwei Netzgebiete aufgetrennt. Die Grenze der Netztrennung verlief durch die Länder Kroatien, Serbien und Rumänien und zunächst hieß es, dass die Ereignisse ihre Wurzel in Rumänien hatten. In einem neueren Bericht der europäischen Übertragungsnetzbetreiber heißt es nun, dass die Auslösung einer 400 kV Sammelschienenkupplung im kroatischen Umspannwerk Ernesti Novo das gesamte Event eingeleitet hat. Können Sie uns hier eine zusammenfassende Übersicht geben? Was hat zu der Situation geführt? Wie liefen dann die folgenden Vorgänge im Detail ab? Und wie gefährlich war die Situation tatsächlich? Also grundsätzlich war das das zweite Ereignis, wo in Europa eine Netzaufsplittung passiert ist. Und das sagt dann schon mal gewissermaßen aus, dass das nicht was Alltägliches ist. Das erste Mal ist am 4. November 2006 passiert, wo in Norddeutschland eben eine Leitung planmäßig abgeschaltet wurde und 19 Sekunden später waren 10 Millionen Haushalte in Westeuropa wirklich im Finstern, weil sie rechtzeitig vor dem Blackout vom Netz getrennt wurden. So weit waren wir diesmal nicht. Also es hat zwar den Normalbereich verlassen von 49,8 Hertz, aber es war doch nicht weiter bis 49 Hertz oder darunter. Aus der Perspektive im Nachhinein kann man sagen, es ist alles gut gegangen. Die Sicherheitsvorrichtungen haben wie vorgesehen reagiert und es hat alles gut funktioniert. Das Problem ist, auf der einen Seite wird seit 2006 sehr viel Aufwand betrieben, um genau sowas zu verhindern. Und die Aufwände sind in den letzten Jahren massiv gestiegen und trotzdem ist das passiert. Und das andere ist, wenn es mal zu so einem durchaus kritischen Ereignis kommt, weil vor allem die Frequenz sehr steil eingebrochen ist und hier Hinweise abzuleiten sind, dass hier vielleicht doch nicht alles mehr ganz in Ordnung ist, nämlich dass zu wenig momentan Reserve zur Verfügung stellt, die das normal dämpfen sollte, so einen Ausfall, dann sollte uns da schon eine gewisse Warnung sein. Und das Problem ist, natürlich gibt es bis 48 Hertz oder 47,5 Hertz, wo dann alle Kraftwerke und Betriebsmittel sich vom Netz trennen aus Eigenschutz, noch einen größeren Spielraum. Aber wenn einmal so ein großes System, das sehr stabil ist, ins Wanken gerät, dann kann das sehr abrupt gehen und wie auch diesmal in 43 Sekunden diese Netzauftrennung erfolgen. Und wenn das in die Wenn es gut geht, dann wird es abgefangen und wenn das aber in eine falsche Richtung geht, dass noch was Zusätzliches getriggert wird,
dann geht es in die andere Richtung. Und daher sollte man das nicht unterschätzen, auch wenn das relativ gut gehandhabt werden konnte und es war innerhalb einer Stunde möglich, wieder die beiden Teilnetze zusammenzuschalten, was hervorragend war. Aber es gibt durchaus die Erfahrung bei diesen Simulationstrainings der Netzbetreiber, dass regelmäßig, wenn Teilsysteme, Inseln zusammengeschalten werden, das Gesamte ausfällt. Also das war durchaus ein kritisches Ereignis, aber im Nachhinein gesehen alles gut gegangen und wir können uns auf die Schulter klopfen, durchaus zu Recht auch, aber wir sollten uns nicht in falsche Sicherheit wiegen. Wir sehen also, Sie haben es bereits angesprochen, dass die elektrischen Schutzsysteme hier ordnungsgemäß gearbeitet haben. Man kann unterstellen, dass es im Umspannwerk Ernestinovo mit einem elektrischen Fehler begann, der dann mit einer Auslösung des dortigen Schutzsystems ordnungsgemäß geklärt wurde. Das ist ja so in dieser Form eigentlich nichts Besonderes. Wenn nun aber die Auslösung einer Sammelschienenkupplung in Kroatien ein solches Event nach sich zieht, dann müssen wir uns doch ganz andere Fragen stellen. Ist denn die N-1 Sicherheit hier überhaupt gegeben gewesen? Und wenn nein, was zwingt uns denn dazu, mit solchen Szenarien zu leben? Die N-1-Frage ist noch nicht geklärt, weil es laufen ja noch weitere Untersuchungen. Es war ja auch schon spannend, dass eigentlich am ersten Tag oder in der ersten Zeit die Aussage war, das Ereignis war in Rumänien und dann war es auf einmal in Kroatien und wo dann durch diese Überlastung und Eigenschutzabschaltung, planmäßige Abschaltung, es zu einer weiteren Kaskade von 13 weiteren Knotenpunkten gab, die sich abgeschaltet haben. Und auch in den ersten Tagen ist Lastabwurf von drei oder ein Fehl von über 3 Gigawatt kolportiert worden und dann im Untersuchungsbericht waren auf einmal 6 Gigawatt, was aus meiner Sicht darauf hinweist, dass hier massive Lastflüsse stattgefunden haben, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Stromhandel und hier die Netzsicherheitsrechnungen nicht ausreichend durchgeführt wurden oder ignoriert wurden. Also es gibt da doch einiges an Potenzial, dass hier der Strommarkt eine Rolle gespielt haben könnte und so wie es bisher eigentlich ist, dass der eigentlich nur am Rande betrachtet wird, aber immer wieder zu kritischen Ereignissen führt, würde es mich nicht überraschen, wenn sich herausstellt, dass da ist etwas schiefgelaufen. Das würde mich jetzt nochmal genauer interessieren, da würde ich nochmal gerne nachhaken. Eine hitzige und zuweilen auch emotionale Diskussion entsteht beim Thema Verdrängung rotierender Massen durch speicherlose Wind- und Photovoltaikerzeuger, insbesondere hier in Deutschland. Während immer wieder einige Fachleute vor der Verlagerung systemrelevanter konventioneller Erzeugerleistung hin zu unverbindlich verfügbarer Erzeugung aus Wind und Sonne und damit ja im Falle einer lang anhaltenden Dunkelflaute ins Ausland hin warnen, ist der mehrheitliche Konsens ganz begeistert und sieht hier ausschließlich Chancen und setzt auf das intelligente Zusammenspiel aus Verbrauch und Erzeugung und auf den dezentralen zellularen Ansatz. Teilen Sie diesen Optimismus? Also das letzte Stichwort, dezentraler zellulärer Ansatz, Energiezellensystem ist das Stichwort, wie das funktionieren könnte. Also komplexe Systeme kann man eben nicht zentral steuern, wie das bisher im Großsystem mit Großkraftwerken möglich war. Und dieses zelluläre Denken ist eigentlich das, was derzeit oder bisher noch viel zu wenig thematisiert und vor allem umgesetzt wird. Der VDE macht jetzt demnächst eine Veranstaltung dazu. Es gab vor Jahren eine Veranstaltung schon, aber da war man relativ am Anfang. Aber ich glaube, das ist die Chance, dezentrale Erzeugung, Speicherung, Verbrauch in Einklang zu bringen. Die Realität sieht aber komplett anders aus, weil es gibt eben eine EU-Vorgabe, dass bis 2025 mindestens 70% grenzüberschreitender Handel möglich sein muss und das würde eigentlich zwar im Alltag durchaus Kosten reduzieren, aber dazu führen, wenn eine Störung auftritt, dass die großräumig sich ausbreiten würde, weil wir einfach dann großräumige Lastflüsse hätten und dieser zelluläre Ansatz nicht da ist. Also man macht eigentlich in der Realität was völlig Falsches und in die andere Richtung wie das, was wir aus der Natur sehen, wie lebensfähige Systeme funktionieren, nämlich mit zellulären Strukturen. Das ist derzeit nicht absehbar, weil es auch ja mal teurer ist, wie das großtechnische System und immer mehr ausweiten.
Nur das Problem ist, im Störungsfall ist das natürlich immens teurer und verursacht wesentlich größere Schäden. Und das Problem mit der Energiewende ist, dass sehr wenige Menschen eigentlich das Systemverständnis haben, wie das Ganze technisch wirklich funktioniert, dass die Balance permanent gehalten werden muss. Und das, was auch im Fachbereich eigentlich nur am Rande wenige Spezialisten am Radar haben, ist diese Momentanreserve, die derzeit die Stabilität des Systems sicherstellt und die aber kein Preismarschall hat und daher kaum betrachtet wird. Und jetzt stellen wir aber die Kraftwerke, die großen konventionellen Kraftwerke ab und die Momentanreserve wird bisher durch nichts ersetzt. Also es gibt weder die Batteriespeicher im Großformat, die zumindest einen Teilaspekt abdecken können, noch sonstige Maßnahmen. Es gibt so Überlegungen und Forschungsprojekte, aber wir reden davon, dass wir in den nächsten Monaten massiv reduzieren. Aber das muss man auch bis dorthin gebaut haben und nicht erst irgendwann in Jahren oder Jahrzehnten. Und daher sehe ich hier eben eine verstärkte Blackout-Gefahr und wir hatten bereits im letzten Frühjahr massives Glück eigentlich, weil durch die Corona-Krise der Strombedarf massiv gesunken ist, durch Erneuerbare zeitweise sehr viel Strom produziert werden konnte und daher sehr wenig momentan Reserve im System war. Wäre dort ein eigenes, wie jetzt am 8. Jänner dazu gekommen, dann hätte das wahrscheinlich zur Katastrophe führen können. Aber das glaubt man noch nicht, weil es ja eh noch funktioniert. Herr Sauruck, wir kommen zu unserer letzten Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie wahrscheinlich halten Sie einen mehrtägigen Blackout in Europa innerhalb der nächsten 5 Jahre? Und was raten Sie, kann jeder Einzelne von uns tun, um für diesen Fall X vorbereitet zu sein? Also ich beschäftige mich seit fast 10 Jahren mit diesem Thema, mit den Entwicklungen im europäischen Stromversorgungssystem, mit den Auswirkungen, aber auch, wie könnte es funktionieren, eben das Energiezellensystem. Und so wie die letzten 10 Jahre gelaufen sind und was in den nächsten Monaten bis wenigen Jahren geplant ist, vor allem mit der deutschen Energiewende, gehe ich fix davon aus, dass wir das erleben werden, das heißt Skala 10. Es gibt auch Risikoeinschätzungen, zum Beispiel vom österreichischen Bundesheer, die auch vor einem Jahr bereits gesagt haben, binnen der nächsten 5 Jahre 100%. 100% ist natürlich immer, es bleibt immer noch eine Möglichkeit, dass es vielleicht doch irgendwie gut geht, aber aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering dafür. Und das Problem ist ja nicht, dass sowas passieren kann, sondern dass wir als Gesellschaft nicht darauf vorbereitet sind. Und dass der Schaden, der erst sekundär ausgelöst wird, viel immenser ist für uns als Gesellschaft als der Stromausfall. Weil eben nicht nur der Stromausfall, sondern alles, was stromabhängig ist, vor allem die Telekommunikationsversorgung. Und dort wissen wir nicht, wie lange es dauert, diese nach dem Stromausfall wieder hochzukriegen. Und in Teilbereichen werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr die Systeme hochkriegen, weil physikalische Schäden so massiv auftreten. Und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es aber keine Produktion, keine Warenverteilung, keine Treibstoffversorgung, das heißt keine Logistik. Und wenn wir als Einzelpersonen, und das ist auch gleich die Botschaft, was können wir tun, nicht eine gewisse Eigenversorgungsfähigkeit für zumindest 2 Wochen sicherstellen können, dann wird es sehr schwierig, überhaupt wieder auf eine Normalität zu kommen, weil wenn die Leute zu Hause ein Problem haben, kommen sie nicht in die Arbeit, um die Systeme wieder hochzufahren. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass rund 1/3 der Menschen spätestens am 4. Tag und 2/3 spätestens nach einer Woche nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Aber vor der 2. Woche wird keine Versorgung mehr anlaufen. Und daher ist es so wichtig, diesen Buffer zu schaffen, damit wir eine Chance haben, wieder was zu organisieren, die Systeme wieder zu starten und damit wir wieder auf eine Normalität kommen. Und daher geht es gar nicht so, ja, wie wahrscheinlich ist das ein Stromausfall jetzt wirklich? Wobei, wie gesagt, ich gehe davon aus, er wird eintreten. Sondern unsere Versorgungsabhängigkeit und die kann auch durch andere Ereignisse, so wie wenn die Corona-Krise oder eine Pandemie viel schlimmer auftritt, sehr rasch zu Lieferkettenzusammenbrüchen führen und auf das sind wir nicht mehr vorbereitet. Das sind deutliche Worte, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Herr Sauruck, wir danken Ihnen ganz herzlich. Wer das Thema weiter vertiefen möchte, kann sich gern direkt auf sauruck.net mit der ganzen Bandbreite des Themas beschäftigen. Wir danken euch fürs Reinschauen. Herzliche Grüße, euer Schutztechnik-Team.